Hi Leute, das sogenannte Heizungsgesetz wurde per Eilverfahren vom Bundesverfassungsgericht gestoppt. Eine weitere schallende Ohrfeige für die unfähigste Bundesregierung aller Zeiten. Ich spreche hier von der Ampelregierung. Was das nun für euch bedeutet und warum ihr bislang noch nicht die Champagnerkorken knallen lassen solltet, das klären wir heute im Video. Also bleibt dran! Willkommen und willkommen zurück bei Jeder Euro zählt. Ich bin Steve. Vergesst mir auch nicht an dieser Stelle, mir gerne ein Abo und ein Like dazulassen, wenn ihr kritischen Polit-Content, Finanz-Content und natürlich auch meinen Lifestyle, sag ich mal, Content weiter mitverfolgen wollt. Wäre ich euch sehr, sehr dankbar dafür. Jetzt aber zum Thema. So, der erste kurze Einspiel in Bezug auf dieses Thema. Und ich kann nur eins sagen, Leute, aufgeschoben ist natürlich nicht aufgehoben. Unser, sagen wir, allseits beliebter Wirtschafts- und natürlich Klimaminister, Herr Robert Habeck, freut euch nicht zu früh. Nach der Sommerpause werden wir natürlich weitermachen. Ganz klar, solange der Bürger sich nicht noch weiter gegen dieses unsägliche Gesetz zum Schaden von uns allen weiter auflehnt, also sprich, indem er halt sein Kreuz, beziehungsweise auch bei Umfragen halt eine ganz, ganz böse Partei angeht, werden die natürlich ihr Ding durchziehen. Dazu kommt natürlich auch noch die Gebäudesanierung, sagen wir, von Seiten der EU aus. Wie gesagt, das wird uns hier in Deutschland auf dem Immobilienmarkt komplett das Genick brechen. Ich kann auch immer wieder darauf hinweisen, diesen Pfad, auf den Deutschland sich befindet, das wird einfach, sag mal, der und den Untergang Deutschlands bedeuten. Deshalb endlich weg mit dieser Ampelregierung und bitte, liebe FDP, ihr habt es in der Hand. Geht endlich aus dieser unsäglichen Koalition raus. Wie gesagt, ihr könnt das doch nicht mehr mit eurem Gewissen vereinbaren. Ihr als freiheitsliebende Partei, oder habt ihr den Wähler im Grunde eigentlich nur verarscht? Kommen wir auch schon zum Hauptartikel. Scholz beim Feiern kalt erwischt. Und da sehen wir ihn auch schon hier, unseren allseits beliebten Bundeskanzler Olaf Scholz. Auch wenn etwas vergesslich. Aber wie gesagt, nach der Meldung ist ihm wahrscheinlich der gute Tropfen hier, schätze ich mal, ein guter Weißer, sage ich jetzt mal, im Halse stecken geblieben. Gut so. Schauen wir mal weiter hier. Das Bundesverfassungsgericht hat die Verabschiedung des Heizhammers GEG im Bundestag per Eilverfahren gestoppt. Wer jetzt nun daran denkt, oh, hat das Bundesverfassungsgericht auch nach C-Krise und so weiter mal endlich was für den Bürger getan, der irrt jetzt hier gewaltig, weil hier geht es eigentlich hauptsächlich darum, dass nämlich auch diese Kürze der Zeit auch für Besprechungen, auch dass sich die Parlamentarier darauf einstellen haben können, einfach zu kurz gewesen ist, meinte zumindest eben auch der sogenannte Einreicher hier des Eilverfahrens beim Bundesverfassungsgericht. Bundestagsabgeordnete müssten ausreichend Zeit für die Beratung des Gesetzes haben und darum geht's und eigentlich im Grunde gar nicht um den Bürger. Wer hat denn das Ganze sozusagen verbrochen und hier sage ich jetzt mal einfach diese krassen Verwerfungen jetzt in der Ampel ausgelöst? Und es war der Auslösestopps, ein entsprechender Antrag des CDU-Abgeordneten Thomas Heimann, 58, beim Verfassungsgericht. Wie nun von euch denkt, oh super CDU, der hat das Ganze noch nicht so richtig verstanden. Wie gesagt, auch meines Wissens nach waren auch einige AfD-Politiker nämlich hier anhängig. Um was geht es denn auch diesen CDU-Abgeordneten? Und im Grunde findet er dieses Heizungsgesetz auch gut, bloß er zweifelt einfach die Konstruktion an. Wie ich euch schon immer auch gesagt habe, die CDU-CSU wollen dieses Heizungsgesetz ja auch, aber nicht in dieser Schnelligkeit, sondern nicht in dieser Geschwindigkeit. Aber im Grunde haben die das Ganze einfach in der Vorgängerregierung auch mit verbrochen. Also lasst euch bitte nicht hinter das Licht führen. Die einzige Partei, die eindeutig gegen das Heizungsgesetz ist, ist die AfD. Nach wie vor, da beißt die Maus keinen Faden ab. Lass uns mal hier noch auf die ein oder andere Stimme eben eingehen in Bezug auf dieses Thema. Meint dann auch hier der CDU-Fraktionschef Friedrich Merz. Es ist eine schwere Niederlage für die Bundesregierung Olaf Scholz, natürlich ohne Umschweife. Aber wie gesagt, diese Regierung hat ja eigentlich nur noch Niederlagen. Wie gesagt, sie sind eigentlich meines Erachtens einfach unfähig, dieses Land mittlerweile zu regieren. Dem unsäglichen Umgang der Bundesregierung mit dem Parlament und der Öffentlichkeit wurde nie ein Riegel vorgeschoben. Vorerst, wie gesagt, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Und mal sehen, da kommen auch im späteren, sage ich jetzt mal in der Folge dieses Artikels noch dazu, was sind denn jetzt die Optionen, wie es denn jetzt hier mit diesem Heizungsgesetz weitergehen wird. Wir werden nun in Folge auch nicht auf jede einzelne Stimme hier eingehen, sag mal, das wäre ein bisschen zu langweilig meines Erachtens für euch. Könnt ihr euch natürlich gerne durch diesen ganzen Artikel irgendwie unten in der Beschreibung. Gehen wir mal nochmal zum Antragsteller, zu diesem Herrn Heilmann. Und er meint hier noch ein Zitat: Ich freue mich, dass das Bundesverfassungsgericht mir nun gefolgt ist. Das wird sicher Folgen für den Parlamentarismus haben, die ich so spontan noch gar nicht übersehen kann.
Ganz ehrlich, wenn hier Gesetze veranlasst werden in diesem Land, dann braucht es eine gewisse Beratungszeit. Und das Einzige, was er eigentlich jetzt hier geschafft hat oder gemacht hat, dass einfach der normale, sag ich mal, Ablauf wieder auf ein Normalmaß zurechtgestutzt wurde, weil, tut mir leid, das ist doch nicht die Realität, dass man einfach schnell was auf den Markt schmeißt und innerhalb von wenigen Tagen wird dieses Gesetz beschlossen. Das war noch nie so in Deutschland und es wird in Zukunft auch hoffentlich nicht so sein. Weil, wie gesagt, es ist unfair natürlich der Opposition gegenüber und natürlich auch jedem Bürger, weil in Zukunft, wenn das jetzt so durchgehen würde, jedes Gesetz versuchen, im Eilverfahren durchzusetzen und die meisten Gesetze, sind wir doch mal ganz ehrlich, Leute, sie sind doch zum Schaden mittlerweile von uns Bürgern. Und ganz ehrlich, ich fühle mich derzeit hier als deutscher Staatsangehöriger mittlerweile viel mehr, als wenn ich in einem Kampf wäre, eben gegen die aktuelle Bundesregierung, als alles andere. Weil alles, was hier bislang verabschiedet wurde, das war persönlich zu meinem Schaden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, schreibt es mir gerne in die Kommentare unten rein. Dann haben wir noch ein schönes Bild hier von Herrn Scholz. Gehen wir aber weiter jetzt nochmal auf den Artikel ein. Und natürlich, des einen Freud ist natürlich des anderen Leid. Frust dagegen bei SPD und Grünen. Die Genossen feierten gerade das Hoffest der Fraktion im Tippi am Kanzleramt, als die Nachricht aus Karlsruhe kam. Hier ganz ehrlich, aber die Politiker lassen sich schon richtig gut gehen in Deutschland. Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, weil ich das letzte Mal großartig feiern war und dementsprechend auch nichts dafür bezahlen musste. Wie gesagt, weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wie gesagt, ich kann mich daran nicht erinnern, wo ich das letzte Mal großartig eingeladen wurde. Und hier haben sich natürlich dann auch die Spitzen in ein Separé zurückgezogen. Was da wohl so gelaufen und passiert ist und besprochen wurde. Ja, Friede, Freude, Eierkuchen war hier wahrscheinlich nicht. Hier sehen wir nochmal so ein Foto vom Separé. Zum Glück keine Nahaufnahmen, man weiß ja nicht, was dabei rausgekommen ist. Aber schauen wir erstmal hier. Aus der FDP hieß es hingegen, Habeck bekomme die Quittung dafür, dass er beim Heizhammer mit dem Kopf durch die Wand gewollt habe. Und ganz, ganz klar, Herr Habeck ist für mich einer der überfordertsten Minister aller Zeiten. Genau wie Frau Baerbock. Was der einfach anfasst, das wird einfach zum Nachteil des deutschen Bürgers. Wie gesagt, wer das immer noch nicht verstanden hat, ich finde es immer noch dramatisch, dass immer noch roundabout 14-15% der Bürger dieses Landes den Grünen ihre Stimme geben würde. Aber ich habe es euch auch schon in früheren Videos gesagt, ich denke gar nicht mal daran, dass die Grünen noch so weit unter 15% fallen werden oder auch, wie viele schon hoffen, unter 10% oder irgendwann unter 5%, weil ganz ehrlich, Sektenanhänger einfach ticken komplett anders und die werden weiter dieser Partei ihre Stimme geben, egal ob Deutschland den Bach runtergeht oder eben nicht. Noch zwei sehr, sehr interessante Stimmen zu diesem Thema. Einmal vom Vizepräsidenten des Bundestages, Wolfgang Kubicki. Das Urteil kommt nicht überraschend. Es ist ausgesprochen gut, dass das oberste Gericht die Rechte der Opposition im Parlament stärkt und achtet. Das macht eine Demokratie aus, dass die Mehrheit die Rechte, die Minderheit achtet. Und ganz ehrlich, der Herr Kubicki, er redet immer sehr, sehr angenehme Sachen im Fernsehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber schaut doch mal einfach euch genauer an, wie Herr Kubicki denn so abgestimmt hat in der Vergangenheit, eben auch im Bundestag. Nach vorne heraus versucht er, die Konservativen wieder der FDP zu bedienen, aber hintenrum stimmt er komplett dagegen. Also das ist eine absolute Verarschung. Wie gesagt, erkundigt euch hier, sage ich jetzt mal. Schaut genauer hin, was die Leute euch versuchen zu erzählen, aber wie sie dann handeln. Weil ich mache Menschen nach ihrem Handeln aus und nicht, was sie, sage ich jetzt mal, als Dampflauderer, sag ich mal, in die Welt rausschreien. Ganz, ganz einfach. Hier noch eine interessante Stimme vom Herrn Aiwanger, den ich auch persönlich sehr, sehr schätze. Und dieser fordert, das Heizungsgesetz jetzt endgültig zu beerdigen. Und das denken 80% der Deutschen. Wie gesagt, diese Ampelregierung handelt gegen das deutsche Volk, möchte ich einfach nochmal ganz klar gesagt haben. Die Auswirkungen auf Eigentum und Staatshaushalt sind unkalkulierbar. Der Nutzen für die Umwelt mit vernünftigen Maßnahmen besser und günstiger zu erreichen. Und da muss man ihnen einfach uneingeschränkt Recht geben. Doch wie geht es nun jetzt weiter? Und hier gibt es derzeit eigentlich zwei Möglichkeiten. Und bleibt mir gerne auch bis zum Schluss dran, da will ich auch noch meine bösartige, sarkastische Meinung hier kundtun, was ich von der ganzen Thematik halte und auch nochmal ganz drastisch vor den Grünen warnen. Die Ampel hat nun zwei Möglichkeiten. Das heißt, es jetzt auf die Zeit nach der Sommerpause September zu vertagen. Hier ist natürlich auch das Problem, es sind natürlich auch Landtagswahlen in Hessen und in Bayern. Das werden sie versuchen wahrscheinlich zu verhindern. Oder in den Bundestag zur Sondersitzung zusammenzutrommeln und das Gesetz doch noch möglichst schnell durchs Parlament zu bringen. Kann man natürlich auch machen, so schön in der Sommerpause wird zusammengetrommelt, sage ich jetzt mal, was bei drei nicht auf dem Baum ist. Und dementsprechend dann wird es schön klammheimlich, sage ich jetzt mal, in der Sommerzeit, wo die meisten Menschen eher draußen sind, an den Seen oder im Urlaub sind, dann einfach das Ganze, sage ich jetzt mal, verabschiedet, sage ich jetzt mal, zum Schaden von uns allen. Gehen wir hier unten noch auf ein, zwei sehr interessante Geschichten ein.
Und es regt sich ja auch mittlerweile Widerstand in den eigenen Reihen, so ein Ex-SPD-Regierungsmitglied. Das ist echter Murks, sowas darf einer Regierung nicht passieren. Aber ganz klar bei einer Ampelregierung, was hier schon alles passiert, ist ohne Konsequenzen, ohne Worte. Erste Ampelstimmen warnen vor einer schnellen Sondersitzung des Bundestages während der Sommerpause. Davor warne ich ganz klar auch, weil der Bürger wird es auf jeden Fall quittieren. Und das sehen wir derzeit auch in sämtlichen Umfragen, wo die AfD von hoch zu hoch, sage ich es mal, nach oben katapultiert wird. Ganz, ganz klar. Gehen wir auf den letzten Punkt nochmal ein. Der Respekt vor dem Verfassungskrieg verbietet es, dass man wegen so einem Gesetz jetzt in der Sommerpause eine Sondersitzung macht. Dafür gibt es keine Grundlage. Respekt und Grundlagen, dazu kann ich nur eines sagen und der eine oder andere Zuseher von mir weiß es ganz genau, was kommt. Wann hatte denn grüne Ideologie oder Genossenideologie schon jemals Respekt oder irgendwelche Grundlagen? Wie gesagt, die Bürger sind doch diesen Parteien komplett scheißegal. Das müsst ihr endlich da draußen mal begreifen. Und nach wie vor auch die FDP ist doch die größte Verräterpartei überhaupt. Und wie gesagt, auch hier in den Umfragen wird es doch quittiert, sage ich jetzt mal, vom mündigen Bürger. Die FDP ist doch die unnötigste, unnützeste Partei, die es derzeit in Deutschland gibt. Bleibt noch dran, wie gesagt, jetzt gleich kommen wir noch zu meinem Fazit, wie ich denke, wie es weitergehen wird. Und wie gesagt, nach wie vor, geht mir diesen Rattenfängern einfach nicht auf den Leim. Wie gesagt, es wird so getan, schallende Ohrfeige, habe ich auch selber erwähnt, ganz klar. Aber im Grunde, am Ende, gewinnen immer die Grünen. Und das werde ich euch gleich nochmal beweisen. Ich werde das jetzt und in Zukunft immer wieder erwähnen. Das ist reinste Westentaschenpsychologie, was die Grünen hier einfach machen. Sie stürmen voraus 4, 5, 6 Schritte, was einfach Sachen sind, die niemals durchgehen würden. Und dann diskutiert man rum und sagt, oh, und wir müssen es für das Klima machen und die Welt retten. Und sie wissen ganz genau, ihre, sage ich jetzt mal, übermäßigen Forderungen werden niemals durchkommen. Und wo einigt man sich da? Dann irgendwie in der Mitte. Und selbst dann sind sie schon eigentlich über dem, was sie einfach jemals gedacht haben, zu erreichen. Und die Grünen sind natürlich damit glücklich. Das bitte versteht mir das, wie gesagt. Man geht 20 Schritte nach vorne, schaut einfach, ist ein Aufschrei in der Bevölkerung, wie groß ist der Aufschrei? Da muss man sich ein bisschen neu orientieren. Aber am Ende werden die Grünen immer ihre Ziele erreichen. Und wie gesagt, wer das bislang immer noch nicht verstanden hat, der hat keine Ahnung von Politik. Und wie gesagt, dem ist meines Erachtens auch nicht mehr zu helfen. Das Einzige, sagen wir mal, was für Deutschland hilfreich wäre, wären eigentlich mittlerweile sofortige Neuwahlen, bin ich ganz, ganz ehrlich. Die FDP müsste einfach sich wieder auf ihre Grundwerte besinnen. Auch die großen Politiker, welche da in der FDP in der Vergangenheit gewesen sind. Es ist doch nur noch ein Abklatsch. Einfach Neuwahlen, dieses Heizungsgesetz muss unter jeglichen Umständen verhindert werden, weil ansonsten sehe ich definitiv schwarz für Deutschland. Glaubt meinen Worten, Leute, das Heizungsgesetz wird in der Sommerpause oder nach der Sommerpause umgesetzt werden. Und es ist unerheblich, wann es durchgesetzt werden wird. Es wird durchgesetzt werden und das zum Schaden von uns allen. Das garantiere ich euch. Ansonsten, so in diesem Thema heute, schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare unten rein. Lasst mir gerne noch ein Abo, ein Like da. Für euch zum Ende nochmal wunderbarste Euros. Bleibt mir treu, werdet mir treu. Bis bald, euer Steve.